Ja, Mensch, willkommen zurück bei Empire Total War, dem Weg zur Unabhängigkeit mit den britischen Kolonien in französischen Gewässern hier sozusagen. Wir müssen Libo angreifen, diesen Hafen dort hinten. Und da fahren wir auch mal hin, in Eiltempo. Der Weg ist versperrt, dort ist eine weitere französische Flotte mit Briggs. Mit einer Schaluppe und einer Brigg. Die Brigg hat 132 als Feuerkraft. Unsere Schiffe dürften das durchaus noch bewerkstelligen. Also Angriff und immer feste Druff. Gut. Der beschädigte Klang, der durch die Geschichte der Menschheit hallt, ist der Klang der Kriegstrommeln. Beständigste, oh Gott. Verdammt, was ist los mit meiner Lesekraft? Das geht doch gar nicht. Arthur Koestler. Ungarisch-jüdischer Autor. Oh. Halt deinen Mund, bitte. Meine Schiffe sollten eventuell so fahren. Ja, hier. Wir müssen leider gegen den Wind fahren. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber irgendwas muss ja passieren, so. Volles Tempo voraus. Welches Schiff ist denn jetzt das größere? Tatsächlich die Brigg, aber die sind beide klein gegenüber unseren... Fünfte Klasse, Nein, 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 nein. Fahr mal schön weiter hier. Und jetzt hier mal... Aufpassen. Einmal bitte beidrehen und langsam in Richtung des Feindes fahren. So muss das. Pardon, das wollte ich nicht. Ein paar Kugeln fliegen da tatsächlich vorbei, aber gut. Das ist nichts, wovor ich Angst haben müsste. Das Einzige ist nur, dass das Schiff irgendwie voll langsam ist. Wenn ich dichter rankomme. Endlich sind wir mal in Reichweite von ein paar gefährlichen Schüssen hier. Nachladen und weiterfahren. Achtung und volle Breitseite. Volle Breitseite auf das Feindeschiff. Allerdings sind diese Breitseiten nicht gerade sehr effektiv, scheinbar. Auf die Entfernung. Und Feuer. Ein heikles Manövrieren der Schiffe hier. Und zwar sehr dicht am Feind. Ist nicht gut. Achtung, bereithalten. Und Feuer! Die Franzosen haben keine Chance. Nicht gegen meine fünfte Klasse. Und meine andere fünfte Klasse. Gegen die Grundschule der Franzosen. Dieses Schiff segelt gegen den Wind, sodass es nur langsam vorankommt. Wenn Sie... Ja, das interessiert mich nicht. Der feindliche Kapitän hat seine Flaggen eingeholt. Er will sich ergeben.
Wenn die Schlacht vorüber ist, schicken wir ein Krisenkommando los, um das Schiff zu übernehmen. Bis dahin bleibt es so, wenn Sie auf das rechte oder Steuerbord-Breitseitenfeld klicken, werden Ihre Kanonen feuerbereit gemacht. Das wachsende rote Band Feuer! Zeigt an, wann die Kanonen feuerbereit sind. Glorreicher Sieg! Wunderbar! Dies ist der vierte? Thomas Jefferson, dritter US-Präsident, seine letzten Worte. Preisgeld. Eroberte Einheiten. Wir haben den General bekommen, sozusagen. Und wir können weiter vorfahren. Und da ist noch eine Seeschlacht, die uns erwartet. Eine weitere Brig. Oh. Auch wenn ich nicht weiß, was da großartig passieren soll, wenn wir gegen eine Brig und eine Schaluppe bestehen können, warum sollten wir jetzt gegen eine einzelne Brig nicht mehr bestehen können? Werden wir mal schauen, was da jetzt so über die Ladentheke geht. Was rede ich da schon wieder? Es regnet auch noch und wir sind entgegengesetzt des Windes. Der Feind kommt sozusagen direkt auf uns zu. Richten wir mal die Schiffe aus, dass wir ihnen einen schönen Gruß mit einem schönen Gruß begegnen können. Es manövriert uns so aus, dass wir gleich wieder gegen den Wind fahren müssen. Das ist Kacke. Und eine Breitseite geschossen auf den Feind. Nichts Großartiges, aber immerhin. Der Feind kommt näher. Was haben die vor? Wollen die uns entern oder was wollen die? Seid ihr bereit? Und feuert! Und Feuer! Das feindliche Schiff hat noch keine Breitseite geschossen. Er ist nur dabei, hier so leichte Kugeln auf uns zu feuern. Gut, wenn die meinen. Feuer! Ach ja, das macht Spaß. Noch kriege ich die Seeschlachten hin, aber eigentlich bin ich ja nicht so der Fanatiker von Seeschlachten. Hat bisher noch nie so gut geklappt, aber mit zwei Schiffen komme ich relativ gut klar. Wir brauchen eigentlich nur zwei richtig gute Schiffe und dann habe ich generell immer gewonnen. Und Gefecht beenden. Ein glorreicher Sieg. Jawohl. Ist das Leben so lieb und Frieden so süß, dass sie um den Preis von Ketten und Sklaverei erkauft werden sollten? Ach, verdammt. Preisgeld 9. Wunderbar. Werden ja richtig reich hier bei den Freunden. Oh, und da ist eine weitere
feindliche Armada. Ship shape and Bristol fashion, Captain. Weiter kommen wir eh nicht, ist ich habe noch mal eine eine feindliche Flotte mit 4 Schiffen steht uns gegenüber. Das ist nicht gut. Die werden wir aber trotzdem in die Flucht schlagen, weil dann ist der Weg frei zu Libo. Meine Damen und Herren. Im Krieg sind die einfachsten Manöver die besten. Napoleon Bonaparte, französischer Kaiser und General. Le General Inspekteur. Aber immerhin haben wir den Wind auf unserer Seite. Bereit machen zum Feuern und auf den Weg machen. Mir macht allerdings die Masse von Einheiten ein wenig Sorge. 4 Briggs, nun gut, wenn wir 2 davon immer gut behaken und der Rest dann die Moral verliert, ist dann natürlich gut, aber das könnte auf Dauer ziemlich kritisch werden. Weil ein Schiff hier hat ich schon recht angeschlagen auf der linken Flanke. Zwar hält er sicherlich noch ein paar Schüsse aus, aber naja, taufrisch ist das nicht mehr. Wir kommen in ein Gebiet, wo sie angreifen können. Aber sie kriegen nur zum Glück die falsche Seite von dem angeschlagenen Schiff. Scheinbar. Oder einmal kurz auf Pause machen. Welche Seite ist denn bei dem Schiff mehr angeschlagen? Ne, sie kriegen tatsächlich die angeschlagene Seite. Hey! Ach ja, stimmt, die Anzeige ist ja ein bisschen bekloppt. Ich habe jetzt keine Ahnung, auf welcher Seite jetzt, auf der rechten Seite. Also Backbord ist das, glaube ich. Sieht das nicht gut aus. McRae, fire! Sie machen dem Schiff ganz schön zu schaffen. Das durchaus. Nein, die Breitseite feuere ich nicht mehr ab. Huch. Ein Glückstreffer. Ein wahrer, glücklicher Glückstreffer. In diesem Moment ein wahrer Siegen. Auf Pause machen. Dieses Schiff wieder korrigieren. Dieses Schiff auch wieder korrigieren. Und Feuer! Oh. Kollisionskurs. Und nochmal eine Breitseite auf diese Entfernung. Gefährlich. Aber gut. Breitseite passt nicht perfekt. Okay. Wir können meine großen Schiffe relativ gut verdrängen. Also nicht irgendwelche traumatischen Kindheitserlebnisse. Nein, sie können gut die anderen Schiffe kaputt machen. Mein Schiff bleibt stehen. Mein eines. Ich habe nur noch das andere zum Interagieren. Ja,
Nein, du flüchtest gefälligst nicht, mein Freund. Das wäre nicht britisch. Vorwärts hier. Einmal nach. Ja. Der kaputte Pott hier erstmal wieder in Richtung bringen. Oh, das ist aber wirklich nicht mehr gut hier. Das ist ehrlich nicht mehr. Kommt immer wieder in die Schusslinie hier. Nein, verdammt! Ich kann das nicht mehr. Steuern. Und diese Brick da überlebt wie sonst war, ey. Das ist unfassbar wieder. Das ist so dieser Moment, wo ich wieder ausrasten könnte bezüglich der merkwürdigen GG. Oh, danke. Gefecht beenden. Glorreicher Sieg. Ey, ich gewinne nur glorreiche Siege hier. Gott sei Dank habe ich meine Pflicht getan. Lord Horatio Nelson, britischer Admiral, 21. Oktober 1805, Schlacht von Tarantino. Also so schnell kann ich gar nicht lesen. Jawohl, wir haben schon wieder Geld eingenommen. Unsere Armada. Hier hinten. Echt nicht mehr gut drauf. Und was sollen wir jetzt hier machen? Ziele. Das Problem ist, ich sehe hier keinen Hafen. Sie müssen den wichtigsten französischen Hafen Lübeck einnehmen. Die meinen jetzt nicht ehrlich, dass ich da mit einer Armee einfallen muss und dies... Oh Gott, nein. Ich habe die ganze Zeit auf ein falsches Ziel zugearbeitet. Verdammte Axt. Na, vorwärts. Bewegen wir uns und da kommt die nächste Flotte. Da ziehen wir uns mal zurück. Konzentrieren Sie den Bau militärischer Gebäude. Halt deinen Mund. Orders received and understood. Captain. Understood. Und vorwärts. Oh. Na gut, ne? Dann ist ja das Schiff jetzt, haben wir das schon mal geklärt. Machen wir das so. Ist zwar uns inspiriert, aber dann werden wir mal hier demnächst Fuß fassen. Wenn es heißt... Willkommen zurück bei Empire Total War. Das ist aber diesmal nicht der Fall und dementsprechend sage ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.